Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden, für Sie heute zum Thema zu sprechen, Anregungen zum neuen Denken in der Krebsphilosophie und Krebstherapie. Das ist auch ein Titel eines Buches von mir, das also 2012 erschienen ist, wo ich also meine neuen Gedanken niedergeschrieben habe, von denen ich Ihnen jetzt kurz einiges vermitteln möchte. Wenn man als Arzt, den die Patienten am Herzen liegen und der nach dem Hippokratischen Eid, also nicht dem Menschen schaden, die Krankengeschichten durchliest, muss man also zu anderen Auffassungen kommen, als heute der Krebs behandelt wird oder die Einstellung von Krebskranken gegenüber Krebskranken täglich erfolgt. Die Diagnose, Sie haben Krebs, ruft bei dem größten Teil der Menschen negativ-emotionelle Reaktionen in starker emotioneller Intensität aus. Wobei die Angst gewöhnlich das Vordergründigste ist. Der emotionelle Schock nach der Diagnose Krebs gleicht dem Voto-Urteil, also dem Verwünschungsurteil bei Urfeld im Völkerstamm, der heute noch besteht. Der starke Glaube bei diesem Verwünschten, dass er nach dem Verwünschten Urteil sterben muss, führt nach kurzer Zeit zu einem qualvollen Tod. Da gibt es entsprechende wissenschaftliche Beweise und entsprechende Studien und Untersuchungen. Und ich sage, der fest verwurzelte Glaube des modernen Menschen, dass die Krebserkrankung unausweichbar den Tod bringt, kann eher zum Tode führen als die Erkrankung selbst. Die Angst kann den Menschen umbringen, da gibt es also auch genügend Untersuchungen. Meine Schlussfolgerung eigentlich, nach der Diagnose Krebs muss als erstes die Psychotherapie, die Angsttherapie einsetzen, um dem Menschen das entsprechende seelische Gleichgewicht zu bringen. Und dann, nur so kann die Krebskrankheit dann der Krebskranke geheilt werden. Ein Doktorand von mir, Johannes Linke, hat Brustkrebsfrauen untersucht mit einem internationalen Angst- und Depressionsskala und festgestellt, dass nach 3,5 Jahren, obwohl sie schon tumorfrei waren, nach 3,5 Jahren noch starke Angst vorhanden war und auch starke depressive Erscheinungen. Das wird natürlich dann immer wieder zu Rückfällen kommen und deshalb ist die Angst, die Depression muss im Mittelpunkt der Behandlung stehen, mindestens genauso wie Messer, Chemotherapie und Strahlentherapie. Mein neuer Denkansatz ist der sich in den letzten Jahren immer auch zeigt. In den letzten Jahrzehnten haben Forschungsergebnisse der alternativ orientierten Medizin, vor allem der Psychoneuroimmunologie, der Psychosomatik, der Psychoneuroendokrinologie eindeutig bewiesen, dass die Krebserkrankung unter ganzheitlicher Sicht eine chronische Krankheit ist und so verlaufen kann wie jede andere chronische Erkrankung. Nachfolgend möchte ich meinen Denkansatz anhand von einigen anderen Ergebnissen oder Einstellungen hier noch unterstützen. Professor Dr. Weisbach, der von 1998 bis 2000 Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft ist, übte 2012
im Deutschen Erziehungsblatt starke Kritik an der derzeitigen Auffassung von der Krebserkrankung und vor allem auch der Frühkrebserkennung. Er stellte fest, ich zitiere, die Krebsfrüherkennung ist teuer und erfüllt nicht ihre Aufgaben. Die derzeit verfügbaren Daten zeigen aber, dass Überdiagnosen und daraus resultierende Überbehandlungen mindestens 10-mal häufiger sind als ein verhinderter Todesfall. So kann die Früherkennung aus einem gesunden, einen chronischen Patienten machen. Sein Fazit war, ein Nutzen der derzeitigen Maßnahmen zur Krebsfrüherkennung kann nicht belegt werden. Sie kosten der Solidargemeinschaft viel Geld und einigen Teilnehmern ihre Gesundheit. Nicht zuletzt durch die Folgekosten durch die Überbehandlung. Das war im Deutschen Ärzteblatt 2012/17 beschrieben. Und Professor Weisbach nahm auch noch zur Gentherapie eine Stellung. Er schreibt, die Gentherapie ist zurzeit nur eine Hoffnung für den Patienten. Die frühere Einschätzung war dem optimistischen Zeitgeist geschuldet. Die Bilanz ist ja nüchtern. Bei den häufigsten Tumoren von Darm, Prostata, Brust und Lunge stehen nur geringe Fortschritte, zu verzeichnen. Und aber eine große Kostensteigerung. Und Untersuchungen vom Karolinska-Institut in Stockholm an genetisch identischen Zwillingen zeigten, dass sie nicht das Risiko an Krebserkranken teilen. Das heißt, wenn einer an Krebs erkrankt, dann ist der andere auch nicht. Und sie kommen zu der Schlussfolgerung, dass genetische Faktoren nur geringfügig bei der Empfänglichkeit von Krebs eine Rolle spielt, also völlig untergeordnet. Allgemein wird eingeschätzt, dass vielleicht 5% Anteile sind, aber mehr nicht. Krebs wird vorwiegend als eine Umwelterkrankung und eine Erkrankung durch die moderne Lebensweise bedingt. Und ich möchte nochmal auf die Genetik zurückkommen. Der Genforscher Friedrich Kramer, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für experimentelle Medizin, gab in einem Interview Folgendes zum Besten. Den Genforschern mangelt es an Weisheit. Ihre Versprechungen sind schon fast sträflich. Wir haben in der Genforschung einen falschen Ansatz. Und wenn wir den Genpapst sozusagen, Wender, beachten, er hat das Genom entdeckt, aber er entdeckte auch im Jahre 2000, dass der Mensch 24.800 Gene hat und der Regenwurm 20.000. Also ein kleiner Unterschied zwischen Regenwurm und Mensch, was die Gene betrifft. Wenn wir aber das Gehirn betreffen, dann ist das ein großer Unterschied. Und wir müssen also die Epigenetik, die also vor allen Dingen von unserem Gehirn ausgeht, hier in den Mittelpunkt stellen, wie ich das jetzt schon kurz erwähnt habe. Und es gibt noch etwas, das Krebs selbst heilen kann. Hier ist also ein Buch erschienen, was also Spontanheilung, das heißt Selbstheilung von Krebskranken. Dieser Autor hat viele Fälle, hat ganze Literatur analysiert und viele Fälle angeführt, dass also bei manchen Krebskranken ohne Behandlung die Schwulst wieder verschwindet.
Und es gibt eine Geschichte, die ich dazu sagen will. Das war ein Engländer, John Brandick. Ihm sagten die Ärzte des staatlichen Gesundheitswesens, des Englischen, dass er Bauchspeicheldrüse hat und seine Prognose höchstens noch ein Jahr Lebenszeit, Überlebenszeit beträgt. Da er sagte, wenn ich sterben soll, dann will ich noch das letzte Jahr gut leben, verkaufte er also seine ganze Häuser und auch sein Konto und lebte mit seiner Lebensgefährtin so, wie er leben wollte, in guten Hotels, nicht übermäßig, stressfrei, und er starb nicht. Nach einem Jahr lebte er immer noch. Als er nun zum staatlichen englischen Gesundheitswesen ging und sagte, warum lebe ich noch, gucken Sie mal nach, da stellten die fest, dass er keinen Bauchspeicheldrüsenkrebs mehr hat. Aber er war mittlerweile arm geworden und wollte Entschädigung haben wegen falscher Diagnose. Die Engländer haben, die Ärzte haben aber gesagt, wir haben die Diagnose richtig gestellt, dass nun der Krebs verschwunden ist. Das ist nicht unser Metier, das ist ihre Schuld quasi. Also, so sehen Sie, dass also Krebskranke gesund werden können, wenn sie sich ihr ganzen Lebensstil ändern. Und da gibt es genügend Studien, dass also schädlicher Lebensstil durch Krebs verursacht. So gibt es auch wieder von dem britischen Krebsforschungsinstitut, das wurde im britischen Journal 2012 veröffentlicht. Dort steht, dass 43% aller Krebserkrankungen sind auf ungesunden Lebensstil zurückzuführen. Also das ist fast die Hälfte. Und man zählt auf Tabakkonsum, falsche Ernährung, Übergewicht, Alkohol, Stress, Gift am Arbeitsplatz, aber auch vorausgegangene Infektionen. Und deshalb fordern Sie, dass ein gesunder Lebensstil das Entscheidende ist. Das beschreibt doch sehr ausführlich der Neurophysiologe und Psychiater Professor Dr. David Serban-Schreiber, ein empfehlenswertes Buch übrigens. Er selbst hatte einen Gehirntumor und schöpfte als junger Hirnforscher alle Methoden der Schulmedizin aus. Er wurde zwar vorübergehend gesund, aber nach kurzer Zeit begann der Rückfall. Und nun hat er sich analysiert und hat die Meinung vertreten, dass wichtig ist, dass man gesund werden kann. Und so hat er dann auch gelebt, dass man also einen gesunden Lebensstil entwickelt. Und er schreibt auch nicht, die Gene sind für unseren Ausbruch der Krankheit entscheidend, sondern der Nährboden, also die Krebszellen, die den Krebszellen die Möglichkeit zur Entwicklung geben. Da sind wir wieder bei der Resistenz, der Widerstandsfähigkeit, der Stärke des Immunsystems, der Stärke der Selbstheilungskräfte. Und er sagt, wenn man einem gelingt, dass man den Körper, den Nährboden für die Krebszellen beseitigt, dann verschwinden sie oder sie können sich nicht entwickeln. Da gibt es zum Beispiel entsprechende Kuren, wo man also Geist, Körper, Emotionen, Behandlung durchführt. Die sind sehr erfolgreich verlaufen. Weiterhin beweist Serban-Schreiber, dass die Umweltgifte Krebserreger sind, und weil die zu Entzündungen führen. Und er sagt, dass der Mensch einer schleichenden Vergiftung unterliegt. Und die muss man also im Auge haben. Er selbst hat auch sein Erleben als Krebskranker geschildert.
als Mensch, der aus der Gesellschaft ausgegliedert wurde. Und ich zitiere seinen Bericht. Ich geriet in eine graue Welt, in der die Patienten keinen Titel, keine Qualifikation, keinen Beruf haben. Hier interessierte sich niemand dafür, was man im Leben macht oder was einem durch den Kopf geht. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass es einen Club von Lebendigen gab, und man nicht signalisierte mir, dass ich nicht mehr dazu gehörte. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Angst, dass man mit einer anderen Kategorie zugeordnet ist, einer Kategorie von Menschen, die sich durch ihre Krankheit definieren. Ich hatte Angst, allmählich unsichtbar zu werden. Angst, mit nicht mehr richtig zu existieren, obwohl ich nicht mehr tot war. Dieses Beispiel zeigt ein Arzt, der das erlebt hat, dass ein Krebserkranker ungewollt oder gewollt schon von der Gesellschaft als Todeskandidat hingestellt wird. Und das muss beendet werden. Deshalb ist die Angsttherapie, die Psychotherapie das Allerwichtigste. So, es wird immer gesagt, dass Krebs in Stammzellen entsteht. Professor Würchow hat 1858 ein Buch geschrieben, die Zellulärpathologie, und dort beschrieben, ich habe das Buch selbst, dass Tumoren eine Entzündungsvorstufe sind und im Bindegewebe entstehen. Er schreibt, sie sind aus dem Ruder gelaufene Versuche, eine Wunde zu heilen. Und diese Entzündungsprozesse, besonders wenn sie im Bindegewebe, das wir heute als extrazelluläre Matrix bezeichnen, dass hier die Entzündung weiter fortschreitet. Erst nach 150 Jahren, also im Jahre 2006, wurden Würchows Theorien anerkannt und man hat in Deutschland, und man hat gesagt, dass also auch eine große Rolle spielt der oxidative Stress, der durch Umweltfaktoren hervorgerufen wird und Entzündungen im Bindegewebe hervorruft. Und noch ein wichtiger krebsentwickelnder Faktor sind die Funkwellen. Hier gibt es also Studien, die zeigen, dass dauernde Einwirkung von Funkwellen Krebs erregt, also Mobilfunk macht Krankheit, Krebserkrankung. Das muss man also berücksichtigen, das ist heute eine ganz wichtige Sache. Und noch etwas, was immer wieder gesagt wird, die Störung der neuropsychischen Prozesse verursacht Krebs. Und wenn man die Anamnesen von Brustkrebspatienten ansieht, so findet man immer in ihren Anamnesen, dass also irgendwelche zum Beispiel Missbrauch, Kindheitsstress und so weiter eine große Rolle gespielt werden. Aber das hat auch vor 2000 Jahren schon der Galenus, der römische Arzt Galenus gesagt. Und schließlich spielen eine große Rolle, hier gibt es auch zahlreiche Studien, unterdrückte Emotionen, auch wieder Postpsychotrauma zum Beispiel in der Kindheit spielen dabei eine große Rolle, und man muss in der Anamnese das also auf jeden Fall mit berücksichtigen. Krankheitszeichen, also eines Tumorkranken, sind gewöhnlich Depression, Hoffnungslosigkeit, Schlafdefizit, Erschöpfung, Eisenmangelanämie, gestörte Zeitstruktur, Schmerzen, Angst, Hilflosigkeit und auch Einsamkeit, Mineralmangel, Vitaminmangel, chronische Entzündung und Gifte und Elektrosmog.
So unter diesen Umständen, nach den neuen Erkenntnissen, würde ich die Krebserkrankung folgendermaßen definieren. Die Krebserkrankung ist eine chronische, über lange Zeit sich entwickelnde psychoneurobioimmunologische ganzheitliche Regulationsstörung des Menschen, deren Hauptursachen in der gesundheitsschädigenden Umweltbedingung und in der teilweise selbstgewählten, teilweise von der Gesellschaft aufgezwungenen Lebensspiel des modernen Menschen zu suchen sind. Hier spielen also stressnegative Emotionen eine sehr große Rolle. Zum Abschluss möchte ich Ihnen ein Zitat von René Dubé, der das erste Antibiotikum empfunden hat, vermitteln. Er schreibt, die moderne Medizin wird es dann richtig wissenschaftlich sein, wenn Ärzte und Patienten es gelernt haben, die Kräfte ihres Körpers und Geistes in Übereinstimmung mit der Heilkraft der Natur nutzen. Und so kann man gesund bleiben und gesund werden. Wenn ich also jetzt noch einmal zusammenfassen möchte, wenn die Diagnose Krebs gestellt wird, dann ist zuerst ein Schock, Angst, Verzweiflung, Schlaflosigkeit, Hilfsbereitschaft, Trauma und so weiter. So, was tun? Es muss Folgendes: Hilfe, Beistand, Psychotherapie, Änderung des Lebensstils. Also es muss mit den Menschen psychosozial gearbeitet werden und ihnen anregen zu einer gesunden Lebenskultur. Und man muss ihnen zu verhelfen, Selbstvertrauen, Glauben, Hoffnung, Optimismus, Mut, Kraft und Zukunftsorientierung zu geben. Entscheidende Faktoren sind Änderung der Lebensweise, Wille zum Gesundwerden, den inneren Heiler suchen, also das heißt vor allem geistig seine Prozesse behandeln, auch der Frage nach dem Sinn des Lebens beachten, die Hilfe der Familie mit in Anspruch nehmen und auch körperliche Bewegung, optimistische Lebenseinstellung, keine Krebserkrankung und gesunden Schlaf soll man ausüben. Das sind nur ganz kurz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einige Hinweise. Sie können mein Buch nachlesen, wo ich das weitaus geschildert habe. Ich bin der Auffassung, wenn man die richtige Einstellung hat, dann kann man also auch nach einer Krankheit, Krebskrankheit, gesund werden und braucht nicht in Todesangst zu sein. Das wünsche ich Ihnen, falls Sie mal in diese Situation kommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.